Du hast sicher schon mal gehört, dass deine schlechte Haltung verantwortlich für deine Schmerzen ist. Ob das so stimmt und deine Haltung tatsächlich die Ursache deiner Schmerzen ist, klären wir in diesem Video. Mein Name ist Lars und damit herzlich willkommen bei Erlebe Gesundheit. Im heutigen Video klären wir, was ist denn überhaupt eine schlechte oder auch gute Haltung? Was, also welche Faktoren beeinflussen die Haltung? Verursacht eine schlechte Haltung tatsächlich Schmerzen? Und in diesem Punkt gehen wir auch auf das Thema Hohlkreuz bzw. Lower Cross Syndrom und Handynacken ein. Und schließlich noch die Frage, was ist eigentlich mit Sitzen? Sitzen ist doch sicher das neue Rauchen. All diese spannenden Fragen klären wir sofort nach dem Intro. Klären wir für den Anfang doch erstmal, was denn eigentlich eine gute Haltung ist. Es gibt keine Definition für eine gute Haltung. Haltung ist immer von der Person abhängig und individuell. Wir haben keine Normwerte, ab wann eine Haltung gut oder schlecht ist. Trotzdem haben wir im Kopf, dass das hier eine gute Haltung ist, während das hier wiederum eine schlechte Haltung ist. Rein orthopädisch betrachtet ist es kritisch, eine Haltung als gut oder schlecht zu bezeichnen. Psychologisch gesehen wiederum macht es schon Sinn, dass diese Haltung als gut bezeichnet wird, da sie einfach ausdrückt, dass die Person selbstbewusst und stark durchs Leben geht. Es wirkt auf dich ja auch anders, ob ich jetzt hier schön gerade dastehe und dir das erzähle oder ob ich hier so dastehe, hier runter gucke, ein bisschen die Schultern vorne habe und dir das eben alles so erzähle. Die nächste Frage ist dann, was beeinflusst denn überhaupt meine Haltung? Unsere Haltung wird von unfassbar vielen Dingen beeinflusst. Alter, Stimmungslage, Genetik, unser Stresslevel, ob wir aktuell verletzt sind, vom Körpergewicht, aber auch von sozialen Einflussfaktoren. Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, wenn du in einem Raum bist, zum Beispiel in einer Bar, und eine hübsche Frau kommt rein, dass plötzlich die Männer tendenziell ihre Brust erheben und etwas aufrechter mit dem Kinn kommen. Sprich, sozial passen sie sich mit ihrer Haltung an auf eine Frau. Selbstverständlich gibt es neben diesen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, noch viele, viele weitere Faktoren. Du siehst also schon, die Haltung, also eine schlechte Haltung aufgrund von eventuell verklebten Faszien oder verkürzten Muskeln, das ist ein zu einfacher Ansatz. Und jetzt die wichtigste Frage aller Fragen. Verursacht eine schlechte Haltung Schmerzen? Dazu erst mal ein kleines Gedankenspiel. Wie viele Menschen mit schlechter Haltung kennst du, die Rückenschmerzen haben? Und wie viele Menschen mit vermeintlich guter Haltung haben auch Rückenschmerzen? Das wird wahrscheinlich relativ ausgeglichen sein, zumindest ist es bei mir so. Ich kenne Leute, die super dastehen, Brust raus, Schultern zurück und trotzdem klagen sie über Schmerzen. Und andere hängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve da und haben keine Schmerzen. Fangen wir doch einfach mal mit dem Thema Rückenschmerzen genau an. Die erste wichtige Aussage hier ist, dass die Form deiner Wirbelsäule nicht kausal mit Rückenschmerzen zusammenhängt. Offensichtlich scheint auch ein Hohlkreuz, eine Beckenkippung, eine Beinlängendifferenz oder ein verkürzter Hüftbeuger nicht mit Rückenschmerzen zusammenzuhängen. Gucken wir uns doch aber nochmal genauer an, dieses berühmte Hohlkreuz oder auch Lower Cross Syndrom. Das wird doch ganz, ganz sicher eigentlich mit Rückenschmerzen zusammenhängen. Die Lower Cross Syndrom Theorie besagt, dass deine Hüftbeuger und dein unterer Rücken verkürzt sind, während deine Bauchmuskeln und dein Gesäß zu schwach und inaktiv sind. Und so entsteht letztendlich das Hohlkreuz. Sprich, durch Training von Bauch und Gesäß und Dehnen deines Hüftbeugers sollte man das Problem tendenziell wieder in den Griff bekommen. Aber was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu? Tja, durch Bauchtraining lässt sich ein Hohlkreuz offensichtlich nicht korrigieren. Bei untrainierten und älteren Personen
konnte sich die Beckenposition tatsächlich leicht durch ein Dehnen des Hüftbeugers verändern lassen. Bei aktiven Leuten war das nicht der Fall. Okay, jetzt haben wir geklärt, dass das mit dem Lower Cross wohl doch nicht so einfach ist, dass wir einfach nur ein bisschen hier den Bauch trainieren und den Hüftbeuger dehnen und dann ist alles cool. Aber löst ein Hohlkreuz denn jetzt tatsächlich Schmerzen aus oder nicht? 85% der Männer und 75% der Frauen haben offensichtlich ein Hohlkreuz. So eine Studie aus dem Jahr 2011. Haben diese Personen jetzt alle Schmerzen? Die Antwort ist jein. Super, oder nicht? Es wurden gleich viele Menschen mit und ohne Hohlkreuz, also offensichtliches Hohlkreuz, untersucht. Und jeweils die Hälfte hatte Rückenschmerzen, die andere nicht. Somit kann wohl ein Hohlkreuz bei manchen Menschen zu Schmerzen beitragen, bei anderen wiederum nicht. Sprich, eine pauschale Aussage wie ein Hohlkreuz, also eine schlechte Haltung macht Schmerzen, kann man so nicht stehen lassen. Okay, wenn jetzt aber schon keine Rückenschmerzen, dann macht hier diese schlechte Haltung doch wenigstens Nackenschmerzen. In einer neuen prospektiven Studie mit 686 Jugendlichen wurde festgestellt, dass eine schlechte, sprich hier runde Haltung, nicht mehr Nackenschmerzen auslöst als eine gute, gerade Haltung. Bei Frauen hat die gute Haltung sogar zu mehr Schmerzen geführt als die vermeintlich schlechte Haltung. Auch weitere Studien zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Haltung und Nackenschmerzen gibt. Aber man hört doch immer wieder vom bösen Handynacken, der die Kräfte auf die Wirbelsäule ins Unermessliche treibt und damit Bandscheiben zerstört oder zum Platzen bringt. Das ist erstmal richtig. Eine vorgeführte Kopfhaltung erzeugt gegenüber einer geraden Kopfhaltung höhere Kräfte auf die Halswirbelsäule. Wichtig ist hier allerdings zu erwähnen, dass der Körper keine Maschine ist. Wir verschleißen durch Belastung nicht und gehen kaputt. Der Mensch ist ein sehr belastbares und vor allem anpassungsfähiges Wesen.